Oh, so YouTube, hallo, hallo und willkommen. Wir sind immer noch dabei, bei Work and Resources unsere Schienenplanung zu vollenden. Und wir gucken mal, ob wir jetzt hier irgendwie runter oder rankommen. Aber nein, es sieht nicht gut aus für uns. Vielleicht müssen wir auch Höhenunterschied keine Meter. 9 Meter Höhe. Und da kommen wir nicht rüber. Gar nicht. Aber vorher ging das ja. Das heißt, mit irgendeinem Winkel muss es geklappt haben. Oder hat man eine andere... Noch eine Forschung abgeschlossen? Luftfilter. Sehr schön. Das heißt, die können jetzt weiter forschen an Stahlseilen, sage ich mal. Ihr könnt Vitamine erforschen. Und ihr macht die Müllverarbeitung. Solaranlagen erforscht. Wiederbelebung erforscht. Sehr gut. Gesundheit steigt weiter. Und Umzug ins Gefängnis gekommen. Nicht genug Fleisch. Oh, nicht genug Fleisch. Ja, hier ist wenig Fleisch. Ja, wir brauchen unbedingt noch einen Laden. Dann würde ich hier neben einen Laden bauen, hier eine Schule und dann bauen wir hier drum vielleicht so ein Rundviertel oder so. Aber ja, wie gesagt, dafür brauchen wir die Schienen. Wäre zumindest cool. Eigentlich wollte ich die Schienen ja hier weiterführen, aber die führen jetzt an der Seite vorbei. Dann, wenn ich hier durchgehe, würde ich gar nicht durchkommen mit den Schienen. Könnte hier natürlich schon hochgehen, dass wir so eine Hochtrasse haben, die dann hier rumgeht. Dann brauchen wir aber auch die Hochbahnhöfe und davon habe ich nur den. Finde ich jetzt aber auch nicht schlimm. Der passt visuell schon gut rein. Was halt blöd ist, ist das. Wir könnten eine andere Brückenart versuchen. Aber 39 Meter Pfeilerabstand ist schon viel. Das einzige, die Stahlbrücke hätte ein bisschen mehr. Aber die hier nicht. Und die können auch nur gerade sein. Finde ich halt schön, aber nicht flexibel. Und das finde ich ein bisschen blöd. Die ist halt wirklich nur zum Drüberführen. Okay, die hätte mehr. Aber ist auch gerade. Die kann auch nicht krumm sein. Blöd. Dann bleibt eigentlich nur die Fachwerkbrücke. So, 9 Meter. Geht aber auch nicht. Ich meine, vorher sind wir da auch runtergegangen. I don't get it, wie das vorher funktioniert haben soll. Sind wir wirklich hochgegangen? Weil wenn ich eins hochgehe, funktioniert's ja. Ich glaube, ich bin immer von unten da rangekommen, nicht wahr? Ich glaube, das Problem ist halt wirklich, dass wir von der Seite zu spät den Poller kriegen. Also entweder müssen wir noch ein bisschen weiter mit den Schienen hier. Dann müssten wir bis hier hin. Und dann sind wir zu flach wahrscheinlich. Okay, verstehe. Jetzt können wir ja einzeln versuchen, bis wir es schaffen. Neuer Fahrzeugtyp. Oder wir müssen es verkürzen. Das wäre natürlich auch noch eine Option. Dass wir sagen, bis hierhin oder so. Aber ich hätte die nicht abreißen sollen. Die waren so perfekt, aber nicht an den einen Schienenverkehr gedacht. So,
So, aber viel mehr kann ich auch nicht wegnehmen, weil dann kriege ich die Kreuzung nicht mehr hin. Very blöd. Also wenn ich hier anfange, kommen wir einfach nicht rüber. Aber warum? Das heißt aber auch im Umkehrschluss, wenn ich das wieder wegnehme, weil das ja nicht geht gerade, und ich setze das, müsste es wieder gehen. Und das geht auch nicht mehr. Oha. Da ist eher das Problem. Wie ging denn das vorher mal? Anscheinend ging's. Aber es ging ja anscheinend auch nicht. Vorher war das keine Straße aus Dings. Aus Stein. Da war sie aus Sand. Ist das ein Unterschied? Das ist aber kacke dann. Ich glaube. Den Fußweg wegbauen, das ist nicht das Problem. Weil, guck mal, so kommt er ja sofort rüber. Aber so nicht. Dann müssen wir erst hoch. Um dann wieder runter zu gehen. Das erinnert mich an Stirb langsam, Mission Impossible 3. Du musst sterben, um zu leben. Wir müssen hochgehen, um ranten zu kommen. Okay, aber dann können wir hier ja unser Ding bauen, wie wir lustig sind. Okay, wir können sie erst lang ziehen und dann wieder kürzen. Aber schon, schon ein bisschen verstörend. So. Jetzt hat er gespeichert. Und dann geht's. Aber warum ich hier jetzt extra hochgehen muss, verstehe ich halt nicht. Also wo ist der Sinn dahinter? Was veranlasst ihn, dass ich hier hochgehen muss? Wir können wirklich einmal den Weg wegreißen, einfach nur um sicher zu gehen. Und die Straße vielleicht auch zur Not dann. Ein Gebäude brennt. Oh no. Auch noch die wichtige Kneipe. Damit das beschissen ausschaut. Ja, das könnte natürlich sein. Da. Ich wette, die Feuerwehrmänner haben das Feuer selber gelegt. Um dann da einen saufen zu gehen. Hab euch da erwischt. So, und hier dann. Meter, ja, das reicht, oder? So, dann hätten wir da nämlich den Teiler. Hier könnte es ein Problem geben. Nö. Okay. Sieht sogar gut aus, einigermaßen. Gut, hier hinter haben wir einen. Da könnten wir wechseln.
Hier haben wir einen, da könnten wir wechseln. Das heißt, von hier schaffen Züge es auf diese Seite. Und von dort schaffen es auch Züge auf die andere Seite. Der Bahnhof verteilt. Es brennt schon wieder und ich weiß nicht wo. Ah, schon wieder das Gym. Immer angezündet. Vitamine wurden erfunden. Feuer gelöscht. Es geht hier Schlag auf Schlag. Dann erforschen wir die Virologie. Und der Müll ist auch gleich erforscht. Und wir können mal gucken, wie hat sich das denn entwickelt mit unseren Studierten? Bam! Okay, seit wir die Uni-Gebäude haben, extrem. Jetzt haben wir, glaube ich, das Problem, dass nicht mehr genug Arbeiter zur Verfügung stehen hier, die unstudiert sind. Forschungsprogramm abgeschlossen. Sehr schön. Mülltrennung, Müllverbrennung, Gaskraftwerk, Ingenieurwesen erforschen wir jetzt. Jetzt holen wir innerhalb von einem Jahr die ganze Forschung nach. Auch irgendwie blöd. So, Weg ist abgerissen. Jetzt bin ich mal gespannt. Kommen wir trotzdem nicht rüber. Okay, jetzt reißen wir einmal die Straße hier nochmal weg. Weil da müssen wir zum Beispiel den Wasserwerkstypis hier sagen. Dieser Linie. Hier soll zum Beispiel auch Gelehrte mitnehmen und die hier auch entledigen. Dann ist da zum Beispiel auch nochmal eine Sicherheit. Oder der zum Knast fährt. Bist du der zum Knast fährt? Nee, Universitätsplatz. Du bist das. Und der Linie sagen wir auch zum Beispiel, die darf Studierte mitnehmen. Oh, dann kommen da hinten halt mehr Studierte mit rein, aber dann bleiben mehr Unstudierte für die anderen vielleicht übrig. Vielleicht reicht es ja schon, wenn die im Abriss ist. Aber anscheinend nicht. Ist halt echt merkwürdig. Okay, der Fußweg und Abriss hat schon gereicht. Nee, hat er nicht. Nicht hundertprozentig. Aber jetzt würden wir rüberkommen. Und wenn die Straße weg ist, und dann müssen wir die Straße wieder hinmachen. Ist halt blöd, dass das manchmal von der Reihenfolge abhängt. Entweder geht etwas oder es geht nicht, fände ich. Das wäre doch eigentlich die Konsequenz, oder? Also, entweder man kann etwas bauen oder man kann es nicht bauen. So ist halt blöd. Na gut, na gut, na gut. Oh, die Büsche sind ja richtig aufgegangen noch. Jetzt sieht es sogar ganz gut aus mit den aufgeploppten Büschen. Spanischer Platz hätten wir das hier nennen können. Wie heißt denn die Station? Gar nicht. Okay. Dann nennen wir das Bahnhof Spanischer Platz. Keine Ahnung, die Kirche erinnert mich irgendwie an was Spanisches.
Naja, es ist jetzt der spanische Platz und dann ist gut. Und das hier, hast du einen Namen? Marienkirche. Marinen. Gut, wir hätten das auch Palmviertel nennen können vielleicht. Hallo Chris. Guten Abend. So, ist die Straße weg? Die Straße ist weg. Die Straße ist weg. Na, das wollen wir nicht abreißen. Abriss, abbrechen. Auch irgendwie doppelt gemoppelt. Abriss, abbrechen. So, jetzt kommen wir da nämlich ran. Zack. Und zack. Das bestätigen wir. Und jetzt können wir wieder bauen. Ah, und diesmal sind die Sachen aber leicht anders. Wie das vorher funktioniert hat. Weil ich habe ja extra so gemacht, dass ich da durchkomme, ne? Das ist natürlich blöd jetzt. Jetzt müssten die Fußgängerwege einmal so laufen. Hm. Weiß ich nicht. Weiß ich ja nicht so. Wir können natürlich auch gucken, dass wir das jetzt so machen. Und von hier dann runtergehen. Ah, und je nachdem, welche Seite man nimmt, ob ich von da unten... Ah, okay, das ist jetzt blöd. Weil die hier auch einen unterschiedlichen Winkel haben. Jetzt wäre die Straße im Weg. Nicht gut. Immer noch in der Straße im Weg. Okay, so ist doof. Also wenn wir 5 Grad setzen. Und dann von oben nach unten bauen. Dann steht trotzdem ein Pfeiler da. Blöd. Und wenn wir von unten nach oben bauen, dann entsteht der Pfeiler. Ungünstig, aber auch blöd eigentlich. Ah, kacke. Ich hätte es nicht ändern dürfen. Aber wir brauchten das hier hinten. Ohne das würde es eh nicht gehen. Und wenn ich jetzt von hier direkt rangehe, ist es genau im Weg der Straße. Und wenn ich von oben runtergehe, dann ist es im Weg des Fußgängerwegs. So, jetzt kommen wir nicht mal mehr durch. Das wäre blöd, das wäre fatal. Also das geht gar nicht. Okay, versuchen wir es mal mit 8 Grad. Ja, es reicht nicht von den Abständen. Okay, je mehr wir rumgehen, desto schlechter wird's. So, jetzt entsteht der da. Dass die auch nicht parallel sind, halt einfach. Ist auch ein Problem. So, warum hat der nur 2 anstatt 3 Pfeiler? Auf derselben Höhe halt. Da gehen ja schon meine Probleme los. Eigentlich... Und das war schon bei City Skylines doof. Warum ist im Parallelmodus das nicht immer wirklich parallel? So, jetzt klappt das. Und jetzt entsteht der Pfeil aber da trotzdem. Dumm.
Dann heißt es, wir müssen erstmal komplett hier einmal rüber. So. Und jetzt ist wieder nicht parallel. Jetzt ist parallel, aber jetzt hat er hier vorne kein Dings. Oh, vielleicht so. Nimm doch jetzt eine Brücke mit mehr Abstand der Pfeiler und dann geht die in die Kurve. Ja, das sieht komisch aus. Ich meine, gut, komischer als das hier ist kaum möglich. So, aber das wäre eine Option. Oder auch nicht. Jetzt kriegen wir den Fußweg ran. Also, wie hat das denn vorher geklappt? Überschneidung mit vorhandener Konstruktion. Aha. Ah, weil da ist ein Pfeiler entstanden. Ja, okay, das ist echt. Ich meine, wir haben 39 Meter. Das Einzige, wir könnten halt wirklich gucken. Die mit 58. Das Problem ist, die ist nicht so hoch. Da kommen dann keine Fahrzeuge durch. Die können wir nicht nehmen. Das ist problematisch. Weil die nach unten die Stabilisierung hat. Forschung abgeschlossen. Okay, wir forschen weiter. Wir erforschen jetzt die Impfung. Hier erforschen wir die Starkstromkabel. Und die machen noch das Ingenieurwesen. Sehr gut. Okay, also die geht nicht. Aber das ist echt eine Wissenschaft für sich. Was haben wir denn sonst? Die ist mit 39 Metern das Beste, was wir haben. Also können wir es nur mit der machen. Das hier ärgert mich halt. Warum ist das nicht parallel? Feuer gelöscht. Wo hat's gebrannt? Ach, im Wohnhaus. Haben sie wieder geraucht und gezündelt. Ich glaube, weil ich in diesem Parallelmodus bin. Ich mache mal ohne Parallelmodus. Dann kann ich die gar nicht so parallel bauen. Das lässt er gar nicht zu. Okay, ich kann also nur im Parallelmodus hier abgehen. Oh, jetzt würde der sich selber im Weg stehen wieder. Jetzt würde weder die Straße noch der Fußweg. Oh, das wollte ich nicht. Falscher Modus. Abriss abbrechen. Danke. In dem Modus wollte ich. Zack. Aber es ging vorher. Auf einmal geht's nicht mehr. Ist doch kacke. Die mit Bögen oben drauf, die hat nur einen Pfeilerabstand von 23 Metern. Da kommen wir gar nicht durch. Sind 23 Meter? Sieht doch voll fett aus. Also, voll fett im Sinne voll passend. Dann probieren wir das doch mal. Sieht doch gut aus so. Geht? Geht.
Was soll ich sagen? Wahrscheinlich geht das jetzt nicht. Da hätte ich gelacht. Okay. Dann eben so. Ich wollte zwar eigentlich nicht beide Schienendinger mischen, aber okay. Wenn das halt der Weg sein muss, dann ist das halt der Weg. So, dann können sie die Straße wieder verbessern. Dann können sie das wieder verbessern. Wieder was gelernt. Wieder was gelernt, würde ich sagen. Oh, die Wege können wir noch bauen. Zank, zong, zank, zong. Dingi, dongi, dongsi, dingsi, bongsi, bong. Kling, klong. So. Naja, aller Anfang ist schwer. Muss von der Brücke den Weg, den du wieder anbinden, den du eben abgerissen hast. Du meinst das Ding? Nee, nee, das ist absichtlich nicht angebunden. Das ist absichtlich nicht angebunden. Weil das ist Planung für Autobahnen. Das kommt später, wenn die Straßen stehen. Das kommt jetzt noch nicht. Dann können wir mit der Brücke weitermachen hier. So, wie viel Meter? 6, 9. 9 Meter ist, glaube ich, immer ganz gut. Wir müssen dann irgendwie hier rüberkommen. Generell. Also die Straße läuft irgendwie, ja, wahrscheinlich eher hier ran. Das wäre, glaube ich, gar nicht schlecht. Wir machen das mal einmal. Wenn die sich so schon ein bisschen verhält, wie sie sich später verhält. Weil die wird ja zur Autobahn leiten. Also, die kommen hier runter. Und dann führt sie hier so rauf. Genau. Und dann müssen wir mit der irgendwie rüberkommen. Mit den Schienen. Und was wir natürlich hier machen können, wir können ja auch schon hier anfangen mit der Brücke. Ah, sind nicht parallel. Und ein Gebäude brennt. Das wird jetzt aber echt häufig. Oha, Stromprobleme. Der kleine Kasten. Aber es ist ein anderer Kasten diesmal. Ist Feuerwehr denn überhaupt hier? Es ist aktuell keine Feuerwehr da. Weil er da erst ankommt. Oh no. Okay, ja, der Kasten wird es nicht überleben. Der muss neu gebaut werden. Wenigstens rücken aber die Auto, die Feuerwehrautos nicht aus. Und werden zerstört dadurch. Sondern stehen hier schön drin. Ist abgebrannt, ist halt so. Forschung ist abgeschlossen, Ingenieurwesen. Also, die Forschung geht mir echt viel, viel zu schnell jetzt. Mülltrennung. Wir haben da ja hinten noch mehr als einen Stromkasten. So, 9 Meter hoch. Dass das hier halt nicht parallel ist, ist echt kacki. Und der versetzt den auch immer so komisch. Also irgendwas ist da nicht ganz sauber in der Berechnung.
Oh. Wollte ich noch gar nicht bestätigen. Achso. Jetzt wieder Parallelmodus an. So. Nur wenn die wirklich an der gleichen Stelle starten, sind die parallel. Ah, und dann können wir hier nämlich super rüber. Hoffentlich mit dem auch. Ah, das wird nicht klappen. Das sehe ich jetzt schon. So vielleicht. Und genau, die führen dann irgendwo hier an den Bahnhöfen entlang. Zack. Und hier kommt dann der nächste Bahnhof hin. Und alle Wege führen dann zum Innenstadtbahnhof. Und die müssten wir eigentlich schon vorsehen. Aber erstmal, wir planen jetzt hier die Schule. Das Krankenhaus haben wir, jetzt die Schule. Und dann machen wir aber eine große Schule wieder. Eine Highschool. Hin sollen eigentlich echt große Gebäude kommen. Da wäre die nicht so gut. Das ist ein bisschen sehr ausladend einfach. Die schafft 540. Ist das schon echt viel. Die schafft 420. Technical School. Die wäre auch was für hier gewesen. Aber da ist ja eine Schule. Ja, die ist eher was für ein anderes Viertel, nicht für das hier. Historical School, 144. Vanilla School, 264. Ah, die hatten wir gebaut. Ja, die ist ein bisschen zu simpel. Und 96, die ist zu klein. Dann passt eigentlich die schon noch am besten. Ja, was hier hinkommt, weiß ich noch nicht. Brauchen wir hier eine Bushaltestelle? Noch nicht, oder? Die nächste Bushaltestelle wäre hinter der Schule, würde ich sagen. Obwohl, hier vielleicht eine Bushaltestelle. Und dann hier wieder eine. Ja, also auf der Straße eine Bushaltestelle und hier auf der Straße eine Bushaltestelle. Okay. Und hier hinten bauen wir auch Wege. Oh, das ist wieder... Hier geht's wieder nicht richtig schön. Ah, so passt schon. Klingsi, Klonksi. Oha. Oh, da komme ich nicht ran. Hä? Wieso? Okay, hier ist irgendwas komisch mit der Straße. So geht's. Aber anbinden geht nicht. Ich
glaube, durch die Schienen wird die Stadt ein bisschen dynamischer dann. Ja, eigentlich bräuchten wir hier im Bahnhof schon, oder? Hier und dann wieder da. Hier nicht. Hier kommen Busstationen hin. Oh. Da müssen wir mal gucken. Was haben wir denn für Bahnhöfe? Haltestellen, Busbahnhof, Bahnhof. Das sind die normalen. Elevated Bus Station ist die hier. Elevated Metro Bus Station. Zu groß. Die hier hätten wir noch. Die sieht ein bisschen anders aus. Ist aber länger. Vielleicht aber gar nicht schlecht, aber vielleicht auch zu lang. Theoretisch, wenn wir die hier hinkriegen. Was können wir nochmal machen? Die finde ich gar nicht so schlecht. Lass uns mal ein bisschen mehr Platz. Oder halt doch dahin so. Die ist so groß. Die deckt so viel ab. Die kommt hier hin. So, wir sagen natürlich Stopp. Die wollen wir noch nicht bauen. Theoretisch müssten wir hier auch noch eine Verzweigung haben. Weil die hier geht jetzt einmal rüber. Aber weil das elevated ist, ist das blöd, nicht wahr? Forschung abgeschlossen. Sehr gut. Gesundheit der Bürger ist schon auf 91. Arztbesuch nicht möglich. Einmal, ja, da kümmern wir uns drum. Waisenhaus ins Gefängnis gekommen. Wir haben schon wieder 137 ohne eigene Wohnung. Ja, ja, ja. Mal gucken. Ach so, ja, das wäre gut. Nicht, dass ich hier nicht dran vorbeikomme. Egal, wo ich lang gehe, erstmal. Forschung abgeschlossen. Okay, wir können direkt alles weiter forschen. Impfung der Einwohner. Wollen wir. Ihr erforscht. Druck der Gaspipelines. Und ihr erforscht eh noch. Wir hätten sogar noch Studentenwohnheime Platz. Will wohl keiner wohnen. Die Straße hier und die Wege würde ich gerne nebenbei mal anpassen, dass das auch fertig ist hier. Und dann können wir ein paar Bäume pflanzen und hier auch mit der Polizei. Die ist jetzt auch quasi am letzten Ende. Die kriegt jetzt auch ihren fertigen Weg und dann ist gut. Da ändert sich auch nichts mehr. Hier kommt ein Weg rüber. Und die Wege hier können auch noch schön werden. Zack. Und auf dem Campus, was machen wir da für Bäume? Thuja-Palmen. Ja, vielleicht machen wir hier eher Tujas. Mal gucken, wie die ankommen. Ich glaube, die bleiben nämlich so klein.
Und dann ist das so ein Special-Viertel. Okay. Oh, was kannst du nicht? Wen kannst du nicht erreichen? Ach, die Polizei. Ja, okay. Das ist, wie es ist. Kann er nicht erreichen. Aber wir haben sehr viel vorgeplant jetzt, aber nichts fertig geplant, nicht? Okay, die Straße. Und die Straße. Und dann geht's hier nämlich irgendwo hier ab. Forschung abgeschlossen. Das rast jetzt mit der Forschung. Wiederverwertung von Stahl. Trennung von Metallschrott. Mülltrennungskampagne. Das interessiert mich nicht. Nutzung von Rundfunk. Fortgeschrittenes Ingenieurwesen. Wir haben 682 studierte Personen inzwischen. Noch 1% Arbeitslose. Ja, wir haben zu viele, die studieren. 5 Millionen inzwischen auf dem Konto. 289.000 pro Monat. Da habe ich ja jetzt eine Weile gar nicht raufgeguckt. Aber hier, dadurch, dass wir jetzt auch Studierte hier haben, reicht das immer noch. Fast 4.000 Bürger. Ja, hier kommt ein Wohnviertel hin auf jeden Fall. Neben der Autobahnausfahrt. Die werden mich lieben. Am besten mit so einem Weg hier rüber. Und hallo Pixel Dude. Nabend. Na du? Ein Raid mit 44 Personen. Ach du Scheiße. Ich verneige mich. Raiding from Minecraft. Minecraft gespielt? Wow. Das ist noch eine Sache heutzutage. Ich habe Minecraft, muss ich gestehen, nie gespielt. Habe ich nie Zugang zu gefunden. Aber ich hoffe, ihr habt trotzdem Spaß gehabt und euch haben nicht irgendwelche grünen Monster mit Microsoft-Logo in die Luft gesprengt oder wie die heißen. Und du hattest einen Raid von 750 Leuten. Ach du Mist. Das ist ja auch verrückt und crazy. Auf jeden Fall vielen, vielen Dank zu so später Stunde. Wie kommen wir hier jetzt durch? Ich dachte, ich verbinde das. Aber vielleicht ist es gut, das nicht zu verbinden, die beiden Viertel hier. Weil sonst fahren die von der Autobahn hin und her. Aber dann hat es dir ja wenigstens heute Spaß gemacht wahrscheinlich. Ist immer schön, wenn man nicht ganz alleine ist. Aber ich habe ja meinen harten Kern, der hier rumhängt. Das ist dann auch immer ganz praktisch. Die wechseln sich dann je nach Spiel immer ab. Ja, willkommen in meiner Sowjetrepublik. Du hattest es noch nicht gespielt, nicht? Du kennst das gar nicht, das Spiel. Alles handgebaut hier. Haben erst AOE gespielt. 4. Age of Empires 4. Ah, okay. Das hatte ich nur mal kurz angefangen, ganz am Anfang, aber da war es, glaube ich, noch Early Access. Oder so. Ah, hier, die sind fertig. Nur das lagern und nur das lagern. Dann können wir nämlich das hier noch fertigstellen, die letzten Pipelines. Wir haben nämlich jetzt eine Treibstoffproduktionsanlage. Öl haben wir genug, sehr gut. Wir stellen sogar ein bisschen Strom selber her. Mit grüner Energie. Und ja, müssen wir die Filter jetzt manuell eigentlich installieren, die wir erforscht haben? Oder sind die einfach drin? Wir können mal gucken, was die Umweltverschmutzung sagt. Was ich viel gespielt habe, war Age of Empires 2. Das habe ich richtig krass gesuchtet. Aber ich bin einfach zu langsam und zu alt. Ich brauche solche Spiele hier. Ah ja, okay, die Verschmutzung haben wir durch die Filter aber aus der Stadt bekommen, aus dem Bereich. Das ist sehr gut. Jetzt ist es nur noch hier in den Fabrikbereichen.
Und hier hinten, was sagt die Verschmutzung hier? Das Gebäude hat keinen Strom. Stimmt. Das Ding hier ist kaputt gegangen. Deswegen ist auch kein Öl da. Das ist so eine Sache. Warum muss ich denn das starten selber? Warum geht das? Ah, der hat keinen Straßenanschluss mehr. Oh nee, das ist nicht gut. Oh, das ist ein Bug. Oh, das ist ein Bug. Oh nee. Oh no. Also das ist ein Mod-Bug. Das Gebäude hat keinen Straßenanschluss mehr, wenn es kaputt ist. Oder was? Nee. Ist noch gemischter Müll, der abtransportiert werden muss. Naja gut. Wir werden das sehen in der nächsten Folge. Bis dann.